Spaß haben, ohne lustig zu sein. So formuliert FCB-Coach Dirk Bauermann das Bayern-Credo. 4 Siege in Folge. Im letzten Spiel gegen Hagen knackt man gar die magische 100-Punkte-Marke. Die Bayern haben gut lachen. Spaß haben, ohne lustig zu sein. Hör ich auch zum ersten Mal, aber das trifft, denke ich, das Ganze auf den Punkt. Wir arbeiten hier jeden Tag sehr hart. Wir haben eine sehr intakte Mannschaft. Dreiviertel Stunde vom Training sind die meisten schon da. Nach dem Training hängen wir in der Kabine ab und ich denke, das ist ein ganz gutes Zeichen. Es ist harte Arbeit, aber es macht auch Spaß. Insofern denke ich, ist es ganz gut ausgedrückt. Und die harte Arbeit soll sich nun auch im nächsten Spiel am Samstag gegen Oldenburg bezahlt machen. Zwei Mannschaften, die auf höchstem Niveau verteidigen werden. Es wird sicher eine Verteidigungsschlacht, wenn man dieses etwas martialisch klingende Wort nutzen will. Also das wird eine Atmosphäre und eine Qualität sein, die man in den Playoffs sieht. Da freuen wir uns sehr drauf. Spaß haben, ohne lustig zu sein, die Herausforderung annehmen, genießen. Zu große Sorge ist aber wohl nicht angebracht. Schließlich spielt der Drittplatzierte gegen den Elften. Ich denke, Oldenburg ist eine sehr starke Mannschaft. Auch Oldenburg hat nur knapp gegen Bonn verloren, genau wie wir. Ich glaube nicht, dass der Tabellenplatz wirklich da das widerspiegelt, was Oldenburg da leisten kann. Trotz einer Erfolgsserie, trotz hoher Erwartungshaltung dranbleiben, arbeiten für den Erfolg, Spaß haben. Dafür, dass es nicht zu lustig wird, ist auch gesorgt.